Hey Leute, ich bin's Make vom Kanal Gamecorp. Willkommen zu einem kleinen anderen Video auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch eine Webseite näher bringen, und zwar gamercampus.de. Ich bin Redakteur bei gamercampus.de und deswegen liegt es mir relativ am Herzen, euch diese Webseite ein bisschen näher zu bringen. Gamercampus.de ist hauptsächlich eine Gaming-News-Webseite, aber natürlich haben wir auch Spezialbeiträge, Previews und Reviews zu den neuesten Games. Auf der Startseite jetzt hier sieht man zum Beispiel eine News von der guten Nicole. Final Fantasy VII Remake, der zweite Part, ist bereits in Entwicklung. Scrollen wir weiter runter, sieht man hier drei weitere News-Abschnitte und die neuesten News hintereinander aufgelistet. Wir haben natürlich Nintendo und Sony, aber auch PC mit Call of Duty Warzone ist vertreten. Und wir covern so ziemlich die hauptsächlichen News. Darunter findet man unsere Reviews, Final Fantasy VII Remake, Resident Evil 3 und Animal Crossing. In dieser Spalte findet man Previews und Specials, falls diese geupdatet werden. Und ganz rechts, wie auch schon der Titel ansagt, unsere Social Medias. Ja, da möchte ich euch auch dazu aufrufen, wenn euch diese Seite interessiert oder Gaming News im Generellen, dann könnt ihr ruhig unserem Instagram und unserem Twitter folgen. Wir haben auch eine Facebook-Seite, aber ich glaube, die ist hierbei nicht. Das ist unser Twitter-Feed nur. Genau. Geht man weiter runter, sieht man die neuesten Artikel hintereinander. Die sind alle in einer Chronologie aufgelistet, da kann man sich durchklicken. Man sieht hier schon 197 Fans auf Facebook, 23 Fans auf Instagram und 13 Follower auf Twitter. Wir versuchen gerade unseren Instagram und unseren Twitter ein bisschen weiter auszubauen. Unser Facebook läuft eigentlich ganz gut. Ja. Gehen wir weiter nach oben, kann man sich natürlich hier durchklicken, Specials, Top-Releases der Woche, das macht immer die gute Nicole. Da könnt ihr euch Spiele anschauen, die immer in der nächsten Kalenderwoche released werden. Vielleicht ist ja immer was für euch dabei. Covid-19 ist ja auch gerade relativ ein großes Thema und in einem Beitrag habe ich zum Beispiel hier ein paar verschobene Spiele gesammelt und Release-Daten davon aufgesetzt, ja. Top-Releases, Indie-World, solche Sachen. Also größere Announcements oder verschiedene Livestreams, in denen mehreres vorgestellt wird, werden hier zusammengefasst. Gehen wir auf Previews. Da haben wir noch nicht ganz so viel, weil wir noch ein relativ kleines Netzwerk sind. Wir haben aber eine Preview zu Cyberpunk 2077 schon hochgeladen. Da hat Elham, der Gründer von Gamercampus, die Informationen aus den verschiedenen Trailern zusammengefasst. Ist auch relativ gut geworden, sehr lesenswert. Unter den Reviews haben wir auch schon mehrere. Vor allem Final Fantasy VII Remake ist ja gerade relativ in aller Munde und Animal Crossing auch. Dazu haben wir auch schon im April mehrere Reviews gemacht. Man sieht auch schon, sehr breit gefächert von MOBAs und Lebenssimulation, Shootern, RPGs, noch mehr Shootern und Plattformern ist alles dabei. Also falls euch irgendwas davon interessiert, haben wir da bestimmt auch was dabei. So, im News-Tab sind alle News. Natürlich kommen täglich News und auch nicht zu wenige. Hier ist für jeden was dabei. Da kann man sich ruhig mal durchlesen. Da ist ganz, ganz interessantes Zeug dabei. Meistens versuchen wir auch relativ zeitnah an die News dran zu sein. Zum Beispiel, wenn ich wieder auf die erste Seite gehe. Wir haben zwar heute den 25., aber erst gestern ist das mit den Nintendo-Accounts passiert und auch das mit dem Horizon Zero Dawn-Gerüchten, das auch erst seit dieser Woche. Splatoon 2 wurde auch erst, ja, und ich meine Call of Duty Warzone Multiplayer kostenlos, das ist auch erst in der Zukunft. Das wurde aber auch erst letztens bekannt gegeben. Ja, gehen wir mal zurück auf die Startseite. Von daraus kommen wir nämlich noch auf andere Reiter. Hier unten Datenschutz, das ist für euch jetzt nicht so interessant, Impressum auch nicht wirklich, aber zum Beispiel Teams. Gehen wir mal auf unser Team. Momentan sind wir nur 5 Leute, 4 in der Redaktion und einer im wirklichen Technikbereich. Der gute Elham hat das Ganze in die Gänge geleitet und ist auch schon bekannt durch andere Plattformen, zum Beispiel Gameslab. Genauso wie Nicole, sie war bereits auch in der Redaktion von Gameslab dabei. Fabian und ich sind Neuzugänge in dieser Branche, machen das ja auch erst seit Gamercampus. Mich kennt ihr natürlich, ich mache auch hier Let's Plays. Genau.
Und der gute Daniel, ja, der hat diese ganze Webseite aufgesetzt, deswegen sieht die auch so super aus. Mit Hilfe von Elham natürlich, der kennt sich da auch aus. Ja, das war's auch schon mit dem Überblick. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, dieses Video anzuklicken. Und ich hoffe, ihr interessiert euch für gamercampus.de. Das ist ein kleines Passion-Project gerade. Aber wir versuchen das relativ groß aufzubauen in näherer Zukunft. Und ja, ich dachte, das interessiert euch vielleicht. Also vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns in weiteren Let's Plays. Also, bis dann und ciao.